Good morning from a hot air balloon over the Elbe River Valley in Dresden City. Ich bin Ellie Winter und das ist Greg Snell und unser YouTube Takeover für Visit Dresden geht weiter. And today is all about activities. Genau über Moritzburg und sind jetzt auch schon relativ dicht am Grund. Da drüben könnt ihr das Schloss sehen. Wieder am Boden angekommen. Das war der Wahnsinn. Das war mein erster Heißluftballon Flug und absolutely, yeah. Incredible. Yeah, it's such a fantastic way to get great photographs. As a landscape photographer, that was just the best angle and some of the best light. I'm just so happy with the images and how they turned out. So yeah, really, yeah. Really great experience. Und wirklich für Sonnenaufgang die beste Aktivität, die man sich vorstellen kann. Als nächstes gehen wir golfen. Golfen! Golfplatz Ullersdorf angekommen, und zwar ist das einer von drei Golfplätzen in Dresden und Umgebung. And we are joining a group to do sort of like an introduction to golf because Nelly doesn't play very much. I think you played once. Yeah, ich kann nicht spielen. And it looks like there's a couple of other people that are sort of getting an introduction and a practice session with a teacher here, which is really great. So I think it's gonna be really fun. The weather is perfect, and let's do another activity just outside of Dresden and play some golf. Yeah, los geht's. Chipping. Driver. So, das war's vom Golfen, von unserem Schnupperkurs. Das hat wirklich super Spaß gemacht und ich glaube, ich habe so einiges gelernt. Good. And it is time to head back to Dresden because it's such a beautiful day that we'd like to get out on the Elbe River and go on the Elbe Taxi boat trip. Ja, los geht's. Hi. Hi, Nico. Ich bin Nelly. Hi. Eines der vielen Aktivitäten, die ihr in Dresden machen könnt, ist eins von diesen Elbe Taxis zu nehmen und damit den Fluss rauf und runter zu fahren. Und an einem Tag wie heute ist es natürlich perfekt, besser geht's gar nicht. Wenn ihr interessiert seid, findet ihr Informationen dazu auf der Website.
Nico runs the Elbe Taxi, which is an amazing sort of water cruise in a speedboat. Does some amazing turns and just an incredible way to experience the city on a day like today. So, danke schön, Nico. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Very, very enjoyed fun. It. Okay, vielen Dank. War sehr schön, euch hier gehabt zu haben. Ja, danke euch. Tschüss, Nico. Tschüss. Was für eine erfrischende Spritztour auf der Elbe. Jetzt als nächstes auf dem Programm steht ein Besuch bei der gläsernen Manufaktur von Volkswagen. Yes, and we have been here before. We were here last week for the Moritzburg concert, which was amazing. It's part of our culture video, which is already up on the Visit Dresden channel. Link that right here if you're interested in checking it out. But today is something a lot different. Ja, ich glaube, heute bekommen wir eine private Tour und dürfen dann den E-Golf auch noch ausprobieren, richtig. Also ich glaube, das wird cool. Hi, welcome to the Transparent Factory. My name is Alex. So one of the things we're trying to do here at the Transparent Factory is give people an opportunity to come and see a car being built up close in a way that they just can't in other factories. It's working as a generator and it's producing electricity. Also dieses Auto zu fahren ist anders als andere Autos, super ruhig und total angenehm zu fahren. So, what'd you think? Cool! Sehr coole Experience. What an incredible experience here at the Volkswagen Transparent Factory. I was not expecting this when we came in for the tour, but it has got some fantastic sights to be seen, and it's completely open to the public. You know, it's really accessible. It is unlike any other car factory that I've ever seen, and I just think that it's such a unique thing to do when you're visiting Dresden. Ja, also wenn ihr hier seid in der Stadt, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich durfte sogar den E-Golf Probe fahren und das war auch eine super coole Erfahrung. Ich bin noch nie in einem E-Auto gefahren. Und ja, würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Jetzt wollen wir aber weiter aufs Fahrrad umsteigen. Let's go for a bike ride. Fahrradtour durch Dresden wird von der Stadt Dresden organisiert und beginnt am Informationszentrum bei der Frauenkirche und sie dauert so um die 2,5 Stunden. Und an einem Tag wie heute ist es natürlich die perfekte Art und Weise, die Dresden und Umgebung zu erkunden.
After the bike ride, we wanted to go and explore Saxon Switzerland National Park, an amazing natural landscape just outside of Dresden. So we got some information and hit the road. Die Sächsische Schweiz erstreckt sich über einen gigantischen Nationalpark, der mit etwas unter einer Stunde Fahrzeit mit dem Zug und mit dem Auto einfach und bequem von Dresden erreichbar ist. Der Park ist ideal für Familien und mit seinen vielen Wanderrouten der perfekte Ort für eine Auszeit im Grünen und Bewegung an der frischen Luft. Unsere nächste Aktivität ist ein Besuch im Verkehrsmuseum hier in Dresden. Und dieses Museum ist ein sehr familienfreundliches und sehr interaktives Museum. Very interesting to be here. We're going to take a quick tour looking at some of the different transportation styles throughout the last two centuries. And then something really unique, we're going to take a test drive in one of the old timer vehicles, which we'll touch on in just a minute. So just behind me here in the Transport Museum is a locomotive from 1839, which was the first long distance train in the region of Saxony to take people from Dresden to Leipzig. That is incredible. There's even still coal to show you how it was powered. Ausstellungsleiter des Verkehrsmuseums und mit ihm dürfen wir heute in den Oldtimer fahren. Los geht's! This is a very special opportunity for us because the car here, the Oldtimer, is actually being test driven for the Saxon Classic Rally, which starts next week, and that's where it will be on display for the public. It's also on display permanently in the Transport Museum where we just were. So very, very cool. Ben, who's test driving, for us to get a look inside of this car and to see it ride. Eine coole Spritztour. Danke dir. Gerne. Ciao. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss. So what a fantastic experience to get a test drive in the Hillman here. This is not a normal activity in Dresden. However, if you are interested in this vehicle, it is on permanent display at the Transport Museum. Richtig. Aber es hat super viel Spaß gemacht, mit euch die ganzen Aktivitäten rund um Dresden zu erleben. Und natürlich gibt es noch so viel mehr. Man bräuchte den ganzen Sommer, um das alles zu erleben. Yeah, incredible. So we hope you've enjoyed this video and stay tuned for more of the Visit Dresden YouTube takeover. If you haven't seen some of the videos we've already done, be sure to follow this link right here. And next up for us is the City Festival. Stadtfest, genau. Stadtfest. Getting there. So that's going to be a lot of fun. Stay tuned for that and we'll see you there. Dann.